Es wird Zeit. Wir müssen reden. In dem Road to Oahu Summit, der ja aktuell läuft, habe ich diverse kleinere Beschwerden bekommen. Im Endeffekt nichts krass Dramatisches, nichts, was jetzt irgendwie für irgendwelche Probleme sorgen würde. Also für die Leute, die wissen, dass sie daran beteiligt waren. Ich bin nicht auf irgendjemanden wegen irgendetwas böse oder sonst. Das habe ich meiner Meinung nach auch überhaupt keinen Grund zu. Ich nehme Kritik aber für gewöhnlich ernst und zumindest konstruktive Kritik. Und deshalb will ich darüber zumindest geredet haben. Also eine Sache, die aufkam, die handeln wir jetzt als erstes ab, weil das, glaube ich, am schnellsten geht. Und weil der Typ, der das unter das YouTube-Video kommentiert hat, das schon wieder gelöscht hat. Aber ich finde es trotzdem relevant, das einfach mal erwähnt zu haben. Er hat im Klartext gesagt, dass das, was ich da so sage, klingt zu sehr nach, man muss das so machen und es geht gar nicht anders. Nein, stimmt nicht. Ist natürlich Schwachsinn. Vielleicht habe ich ein bisschen zu sehr den Befehlston getroffen in diesem Video, ist aber natürlich Bullshit. Im Endeffekt gibt es für jedes Rennen, jedes Event 10 Wege, wie man sie fahren kann. Besonders für so eine Flucht. Die Flucht ist heute das Hauptthema. Da gibt es mindestens 20, 30, 400 verschiedene Wege, wo man wie abbiegen kann, um besser klarzukommen. Man muss das nie so machen wie ich. Man kann das auf 10 verschiedene Arten machen und 3 davon werden wir jetzt gleich durchgehen. Darunter unter anderem noch ein anderer Kommentar, der gesagt hat, er kam mit meiner Route mit Hypercar überhaupt nicht klar. So, und der hat es dann mit dem Alpha Grand Prix gemacht, weil wendiger und stabiler. Vollkommen legitim. Absolut sinnvoll. Wenn man damit besser klarkommt, macht das total Sinn, eine andere Kategorie zu fahren. Aber er hat auch selber gesagt, bei den Strecken, wo es dann Topspeed geradeaus ging, kam er nicht mehr so ganz hinterher mit dem, was ich so mit dem Hypercar gemacht habe. Das waren schon mal die Kleinigkeiten, ja? Es gibt immer andere Varianten. Wir werden davon jetzt einige durchgehen und das ganz gezielt. Das Witzige ist nur, dass ich die erste davon schon selber nicht mal mehr kenne. Wir gehen einmal kurz darauf ein. Was ist das Problem? Es kam in einem anderen öffentlichen Discord, dem jeder beitreten kann, zu einer Diskussion, wo im Endeffekt nicht ich persönlich angegriffen wurde, aber angegriffen wurde, dass, ich versuche mal grob zu zitieren, nicht wörtlich, aber grobes Zitat, die Route, die ich für die Flucht gezeigt habe, extremer Bullshit ist und dass ich viel zu oft vergesse, dass ich die Routen zeigen sollte, wie sie am einfachsten sind. Also die einfachsten Wege, um im Summit viele Punkte zu machen. Was ja im Endeffekt nicht falsch ist, das ist der Sinn eines Summit Guides. Ich sehe mich selbst immer so ein bisschen nebenbei als Lehrer. Ne, das muss ich dazu sagen. Für mich ist es immer so, ich zeige nach Möglichkeit die Routen, die meiner Meinung nach am meisten Sinn machen. Bei denen sich aber auch manchmal angestrengt werden muss. Ne, das sei es mal irgendwie eine komplizierte Flucht, jetzt nicht unbedingt wie die hier, wo es nur einen guten Weg gibt, der richtig Punkte gibt. Dann zeige ich den und nicht, wie man mit einem Rally Raid geradeaus durch die Bäume fährt und die Hälfte der Punkte kriegt. Auch wenn der Weg schwer ist, zeige ich dann den, wo es die meisten Punkte gibt. Ich meine aber zu behaupten, dass ich für gewöhnlich nicht die harten Schwitzerrouten nehme. Also das werden wir jetzt gleich bei dieser Flucht sehen, weil da gibt es noch ein Extrembeispiel, dass die Schwitzerroute nochmal eine andere Liga ist. Um das mal klarzustellen, es wurde gesagt, dass im Endeffekt die Route, die ich benutze, unnötig kompliziert ist. Dass die im Endeffekt schon die Schwitzerroute ist. Der Unterschied, der sich dabei tut bei dem Ganzen, ist ganz einfach. Ich mache mal gerade meinen allgemeinen Sound hier höher, irgendwie ist mir das alles zu leise. Es gibt 3 Routen bei dieser Flucht, 3 Stück. Die erste Route ist theoretisch wahrscheinlich wirklich einfacher. Und die fahren wir jetzt einfach mal nebenbei. Aber die hat den Nachteil, dass man dabei im Endeffekt nicht mehr als 11 Kilometer erreichen kann. Hier muss ich rein, ne? Gut. Einfach eins dahinter, ich wollte sicher gehen. Also man kann im Prinzip mit dieser Route jetzt kaum mehr als 11 Kilometer erreichen. 11 Kilometer sind im aktuellen Summit 150.000 Summit-Punkte. Da muss man schon zu sagen, dass das dem Otto-Normalspieler höchstwahrscheinlich reicht. Das ist wahrscheinlich für die meisten Spieler längst genug. 150.000 Punkte zu kriegen ist auch eigentlich für Platin im Summit wirklich ausreichend. Muss man so sagen. So, und man kann jetzt sehen, wenn man hier über die Brücke fährt, die Route ist tatsächlich ziemlich einfach. Wir fahren hier rüber und wenn wir drüben sind, können wir einfach hier auf den Fahrradstreifen gehen, haben kein Problem mehr mit Verkehr, müssen nur noch hier so ein bisschen um die Kurven dudeln. Dann ist der erste Teil schon geschafft. Das ist alles in allem erstmal ganz schön. Es ist der einfachste Weg, wirklich diese Flucht zu machen. Ich denke, das sieht man. Ich muss kaum eine zweite Hand benutzen. Aber im Endeffekt fehlen einem im Summit damit im Vergleich zu der Route, die ich gezeigt habe, 6.000, 7.000 Punkte. So ungefähr. Nicht ganz vielleicht, aber so ungefähr. Wir fahren jetzt hier einfach so. Ich fahre die jetzt einfach ab. Ich erkläre die Routen jetzt nicht groß, weil das nützt im Endeffekt jetzt eh keinem mehr. So. Ich sehe vollkommen ein, dass das eventuell für einen Summit Guide die einfachere Route ist. Ich bin jetzt wahrscheinlich hier nicht ganz richtig gefahren. Hauptding ist, wir fahren jetzt hier hinten im Endeffekt auf die Autobahn und machen dann weiter wie normal. Boboch, danke dir für den Folgen. Heißt im Klartext, auch diese Route hier ist für einen Standard-Summit vollkommen ausreichend. Das ist eine absolut korrekte Aussage und da wurde sich im Endeffekt darüber beschwert, dass ich nicht die genommen habe.
ne, dass ich stattdessen die doch etwas schwerere Route genommen habe, die halt einfach ein bisschen mehr Punkte gibt. Und das ist Fakt, die gibt ein bisschen mehr Punkte. Und das ist jetzt im Endeffekt was, ich will hier niemanden angreifen, ich will auch gar nicht groß irgendwie Konter geben. Es ist richtig, es ist absolut korrekt. Diese Route ist leichter und bringt akzeptable Summit-Punkte. Der einzige Grund, warum ich die nicht mehr genommen habe, ist, ja, was heißt der einzige Grund? Sagen wir, es gibt zwei Gründe. Der eine Grund ist, dass ich mich ja die hier gar nicht mehr erinnert habe, weil wir schon die letzten ein, zwei Summits, soweit ich mich erinnere, die andere genommen haben. Und weil ich auch nicht wirklich drauf gestoßen bin. So, ich habe jetzt tatsächlich doch relativ viel geschafft, bin gut sauber durchgekommen, dann geht hier sogar was an Metern. Aber ihr seht schon, obwohl ich sauber durchgekommen bin, hier ist jetzt Schluss. Ne? Hier würde ich jetzt Offroad fahren und werde eingeholt. 14.000 Meter sind sogar drin. Also tatsächlich sogar noch besser, als ich gedacht hätte. So, das ist gut. Und es gibt sogar 155.000 Punkte. Ne? War ein sehr guter Run. Das ist für ein Summit absolut ausreichend. Muss man halt so sagen, muss ich Domi und Evil, die haben das beide so gesagt, muss ich ihnen recht geben, für einen Summit vollkommen ausreichend. Ich bevorzuge meistens tatsächlich so ein bisschen, das war dann der Gegenpart, was Sander gesagt hat, ich bevorzuge meistens halt Wege, die so ein bisschen herausfordernd sind. Und fahre dann entsprechend den Weg, den wir jetzt im Summit genommen haben. Ich versuche den jetzt mal einfach First Try runter zu dudeln, um mal zu gucken, weil tatsächlich ja doch einige darunter geschrieben haben, dass der denen zu schwer war. So, das soll jetzt nichts heißen, selbst wenn ich das jetzt hier First Try runterdaddle und es klappt, so, das heißt ja nicht unbedingt, dass das für den allgemeinen Spieler gültig ist. Und es ist bestimmt auch was Wahres dran, dass, ey, ich spiele das Spiel jetzt seit 4 Jahren. Ich habe 4 Jahre Erfahrung in dem Spiel und ich bin mit Sicherheit dadurch deutlich besser geworden, auch wenn ich gerade das Schalten schon wieder verdaddelt habe. Es ist mit absoluter Sicherheit richtig, dass es Situationen gibt, in denen ich einfach vergesse, wie anders es war oder ist, wenn man als Casual Player fährt. Das habe ich doch ein bisschen verkackt. Und deshalb nehme ich gerne solche Routen. Die challengen halt ein bisschen, ne? Die fordern einen ein bisschen raus und sind halt nicht ganz so einfach. Aber meiner Meinung nach, so habe ich es immer gesehen, sind die halt auch ein Training. So, es ist halt einfach, wenn man immer und immer besser werden will, unablässig, für Leute, die Naruto geguckt haben, die werden das fühlen, dass man auch trainiert und das regelmäßig und sich herausfordert. Und da muss man halt einfach sagen, dieser Weg hier ist ein gutes Stück herausfordernder. Und auch wenn das nicht viel ist, ich würde behaupten, zumindest bis zu den 11.000, 12.000 Metern, zu der ersten richtigen Querstelle, zu der wir gleich kommen, würden die meisten noch kommen, wenn sie sich denn wirklich ein bisschen Zeit für diesen Summit nehmen. So, jetzt habe ich nochmal verkackt, das heißt auch, ich werde jetzt irgendwo bei 12.000 Metern wahrscheinlich hängen bleiben. Ist halt wirklich so ein bisschen die Frage, die ich mir jetzt seitdem das aufgekommen ist, stelle. Habe ich da halt einfach wirklich ein bisschen den Blick für verloren, was sinnvoll ist für einen Summit Guide. Es ist einfach die Frage, macht das Sinn, dass wir die schwereren Wege nehmen, die potenziell mehr Meter geben, auch wenn das im Summit einen Unterschied von 2000 Punkten macht? Oder wäre es zumindest für die Allgemeinheit besser, wenn wir im Summit Guide die leichteren Wege nehmen? So, das waren jetzt nur 11.000, waren 2.500, ja, etwas mehr als hier etwas mehr als 2000 Punkte weniger, Meter weniger als eben. Wenn wir jetzt aber hier sauberer durchgekommen wären, dann wären es nochmal 2000 Punkte mehr und 20.000 Meter mehr. Und dann stellt sich die Frage, ist es sinnvoll, den leichteren Weg zu nehmen für Summit Guides, für die Summit Videos, wo man leichter gute Punkte macht, oder den Weg, wo man vielleicht ein bisschen mehr Arbeit rein investieren muss, aber dafür theoretisch noch ein bisschen mehr rauskitzelt. So, und wir reden jetzt davon so, weil es gibt noch einen dritten Weg. Der dritte Weg ist eigentlich wieder der erste Weg, der leichte Weg. Für den Weg muss ich jetzt tatsächlich umbauen, weil der mit einem Controller und mit einem Hypercar niemals möglich ist. Und mit dem kann man dann nochmal ganz andere Level erreichen. Nochmal ganz andere Meterzahlen. Nämlich roundabout 100 Kilometer. Das ist dann punktetechnisch wirklich komplett irrelevant. Ne? Mit dem zweiten, also einem etwas schwierigeren Weg, erreicht man Max-Punktzahl. Und mit dem dritten Weg erreicht man halt einfach nur noch, dass man auf der Rangliste weiter nach oben steigt. Ne? Und dafür muss ich jetzt tatsächlich genau das tun, was der Chat gerade schon vermutet. Und muss mein Lenkrad anschließen. Da kommen wir gar nicht drum herum. Wenn wir den dritten Weg zeigen wollen, nehmen wir das hier. Weil, auf die Gefahr hin, dass das jetzt einige immer noch nicht wissen, wenn man in The Crew 2 ein Drag Race Fahrzeug kontrolliert fahren will, gibt es zwei Wege. Der eine Weg ist mit Handbremse und Glück. Und der zweite Weg ist mit einem Lenkrad. Und das haben wir tatsächlich schon mal getestet in der Salzwüste. Wenn man mit Lenkrad in The Crew 2 Drag Race fährt,
hat man einen Lenkeinschlag, der ist mehr als doppelt so krass wie bei einem Controller. So, ich garantiere jetzt nicht, dass ich den Weg gleich direkt hinkriege. Ich will nur einfach mal zeigen, das ist der Unterschied, den ein Schwitzerweg ausmacht. Darum geht's. Das, was gesagt wurde, ist ja, dass ich die Schwitzerroute im Summit genommen habe. Und ich würde tatsächlich behaupten, dass das einfach nicht wahr ist. Denn die Schwitzerroute, nur um das einmal ganz deutlich klarzustellen, ist das, was wir jetzt machen. Und das wird jetzt eine Weile dauern. Weil das kriege ich schlichtweg nicht sauber hin. Schon gar nicht beim ersten Versuch. Im Endeffekt nehmen wir einen Drag Tracer, fahren kurz ein Stück in entgegengesetzte Richtung an. Warum genau lenkst du dich so kacke? Ich habe die Aerodynamik noch viel zu hoch. So, Aero auf 2 beim Drag Tracer mit Lenkrad. Das ist jetzt die Route, mit der man fahren würde, wenn man wirklich alles rausholen will. Und das... Ja, super. Hat direkt sauber funktioniert. Ihr seht schon, ist halt wirklich nicht so einfach. Man muss nämlich da wirklich über eine Treppe springen. Und landet dann, wenn es denn klappt, auf der Autobahn. Das ist die Schwitzerroute. Das, was ich gefahren bin, war für mich die normale Route. Aber genau darum soll es hier gehen. Ist das, was ich mache, wirklich sinnvoll? Oder ist das zu viel? Ist das einfach zu krass? Ich bin tatsächlich so ein bisschen der Meinung, dass Domi und Evil durchaus recht haben, eventuell. Aber eben auch nur eventuell. Und deshalb will ich das gar nicht selber entscheiden, weil ich glaube, das hier ist eine sehr spezielle Flucht. Das ist ein Special Case, der so nur ganz selten vorkommen wird. Der ist so gut daneben gelandet. Nämlich eine Flucht, bei der es drei verschiedene Wege gibt. Einen sehr einfachen, der akzeptable Summit-Punkte bringt. Einen etwas schwereren, der halt Max-Punkte bringt. Und dann gibt's das. Ne? Und das ist dann für mich so die Frage, ich will das gar nicht entscheiden, weil die Summit Guides sind und waren noch nie wirklich für mich. Und deshalb stellt sich für mich die Frage, wie das die Community sieht. Ist das, was ich mache, so wie ich es mache, sinnvoll oder nicht? So, und jetzt sind wir auf der Autobahn. Und jetzt fängt der eigentlich eklige Scheiß erst an, weil jetzt muss ich dieses Teil hier im besten Fall 100 Kilometer über die Autobahn preschen, ohne dabei in einen NPC zu fahren, weil wenn du mit einem Drag Tracer in einen NPC fährst, kriegst du einen Respawn. Zumindest ab Tempo 500 und die hast du im Idealfall fast die ganze Zeit. Also das ist die Schwitzerroute. So, das heißt jetzt aber nicht, dass Domi und Evil damit falsch lagen. Ich bin tatsächlich der Meinung, wenn das der Wunsch der Community ist, und deshalb wird das hier auf YouTube landen, damit ihr abstimmen könnt quasi, in den Kommentaren eure Meinung sagen könnt, wenn Domi und Evil damit recht haben, dann bin ich gerne dazu bereit, die leichteren Routen zu nehmen, die wir vielleicht eine Zeit lang ausgeblendet haben, ausgelassen haben, und dann halt einfach stattdessen freitags im darauf folgenden Stream, wir streamen ja immer freitags, nochmal The Crew, die etwas schwereren Routen zu nehmen. Das wäre meiner Meinung nach dann halt einfach der Zwischenweg, zu sagen, okay, wir machen im Video die ganz deutlich leichteren Routen, die halt ein bisschen weniger Punkte geben, sofern das der Wunsch des Großteils der Community ist. Und dafür machen wir dann halt einfach im Stream freitags die schwereren Routen, sowas wie das hier. Und dann müssen halt die Leute, die nochmal mehr rausfischen wollen, in Zukunft freitags in den Stream kommen und sich die schweren Routen hier angucken. Aber, wie gesagt, das ist jetzt nicht entschiedene Sache, sondern das ist was, ich will da auf die YouTube-Kommentare tatsächlich warten. Eine Sache will ich allerdings, während wir jetzt noch fahren, trotzdem sagen. Und das richtet sich jetzt ganz gezielt an Domi und ein bisschen an Evil, auch wenn ich glaube, dass Evil da gar nicht so der ausschlaggebende Punkt oder der einsetzende Punkt war. Oh, scheiße. Das hätte jetzt zum Beispiel dann natürlich nicht passieren dürfen. Wenn solche Bedenken und Probleme existieren, dann gibt es einen super einfachen Weg. Okay, also wir hätten hier jetzt drüber hinausfliegen müssen. 2-0 Steher sind natürlich zu viel. Scheißen wir jetzt drauf, oder? Ich denke, das ist das, was wir zeigen wollten und reicht. Also da würde man jetzt auf der Autobahn ewig weiterfahren können auf die 100 Kilometer. So, das, was mir letztendlich noch wichtig ist zu sagen, Domi, Evil und jeder andere, ich bin absolut kritikfähig in jeder Form. Also solange man mit mir normal über solche Sachen redet, kann ich da ohne Probleme mit umgehen. Und das ist deutlich, deutlich effektiver, als sich über meine Videoform in einem öffentlichen Discord auszukotzen, wo das jeder sehen kann und ich dann wieder Screenshots geschickt bekomme und man sich dann drüber anbieft, weil jemand anders versucht, mich zu verteidigen. Also deutlich effektiver wäre, kotzt euch bei euren Leuten aus, von mir aus, macht das alles, ist mir vollkommen egal, was ihr privat euch untereinander über mich auskotzt. Aber wenn ihr Kritik äußern wollt und wollt, dass sich vielleicht auch was ändert, dann kommt auf mich zu.
und fragt mich ganz offen, ob man das nicht vielleicht anders machen könnte. Und kotzt euch nicht in einem öffentlichen Discord drüber aus. Weil das ist einfach ineffektiv. Und im Endeffekt, ich glaube nicht, dass das so oft schon passiert ist, ohne dass das an mich rangetragen wurde. Also, ich würde behaupten, die meisten, allermeisten kommen mit der Fluchtroute wahrscheinlich klar, wie ich sie gezeigt habe, ne, mit der mittleren Route, die dann hier 29.000 Meter gebracht hat. Mich würde es dennoch interessieren, auch für die Leute, die schon auf einem etwas höheren Niveau sind, auf YouTube, ich spreche jetzt direkt mit denen auf YouTube, ist das für euch sinnvoller, wenn ich die leichten Routen zeige und ihr könnt erstmal die machen und die, die dann mehr wollen, kommen eben auf Twitch vorbei und gucken, wie wir da fahren? Oder sollen wir durchaus, wenn es etwas herausforderndere Routen gibt, die dann aber auch ein paar tausend Punkte mehr geben, die zeigen? Das ist so die harte Balance und ich glaube, es gibt da kein richtig oder falsch, weil jeder Spieler mehr oder weniger je weniger casual er spielt, wird da eine andere Meinung zu haben. Und ich will ganz ehrlich wissen, was so unsere Community-Durchschnittsmeinung ist. Von daher dürfen sich da auf YouTube gerne auch mal die zu Wort melden, die sonst vielleicht nicht kommentieren, die nicht so oft ihre Meinung sagen. Weil genau diese Meinung möchte ich vielleicht einfach hören. Die Meinung von denen, die sich sonst nicht äußern. Und wenn da jetzt nicht noch dringende Meinungen für YouTube dabei sein sollten, die YouTube hören sollte, würde ich an der Stelle schon Schluss machen. Sei denn, jemand sagt jetzt, okay, da hätte ich noch eine Meinung zu, wo ich finde, die sollte dann jeder gehört haben. Dann jetzt eure Chance, Chat. Ich würde sagen, bei mehreren Routen eine mittlere nehmen. Ja gut, hätten wir ja jetzt gemacht, aber das ist halt immer so die Frage, ne? Mich würde einfach interessieren, was die Community drüber denkt. Alles in allem. Und das jetzt nicht nur die 80 Leute gerade auf Twitch, sondern auch die, die dann auf YouTube eben reinschauen. Sollen die entscheiden, wie wir es in Zukunft machen. Und wie gesagt, mein Angebot wäre, in Zukunft dienstagabends machen wir im Stream immer eine Summit-Vorbereitung. Da können wir uns jeden Weg angucken, der für ein Summit Sinn macht. Diese Woche Dienstag haben wir uns nur den mittleren Weg angeguckt, weil ich an den anderen überhaupt nicht gedacht habe. Und wenn da ein Einwand kommt, ey, meinst du nicht, der andere wäre sinnvoller, dann kann ich das mit einbedenken, dann kann ich das einbringen. Und dann wäre zum Beispiel jemand wie Domi oder Evil, die eine andere Meinung haben, dienstagabends gut daran getan, da zu sein und zu sagen, ey, wie sieht's denn mit dem anderen Weg aus? Meinst du nicht, der macht mehr Sinn? Und wenn sie einen Weg sehen, wo sie sich denken, der ist doch viel zu schwer, einfach mal fragen, gibt's vielleicht einen anderen? Und dann können wir mittwochs im Summit-Video theoretisch die nehmen und freitags einfach im Stream nochmal nachbessern mit den harten Wegen. Halte ich für sehr kritisch, wenn du Wege zeigst, die zu einfach sind, sehe ich die Gefahr, Möglichkeit, eventuell Viewer einzubüßen. Andersrum natürlich aber auch. Ich gebe zu, ich habe bei deinen ersten Summit-Videos auch da gehockt und musste sie 12 Mal fahren, machen und schauen, um dir folgen zu können. Du erläuterst aber alles immer erstaunlich, manchmal verständlich, nicht erstaunlich. Manchmal muss mich einfach auch ein wenig Zeit in Versuche investieren. Gewinn doppelt, weil du auch dadurch besser wirst. Ja, das sehe ich halt auch so quasi. Ne? Man wird halt besser, wenn man die schwereren Wege probiert. Aber es gibt halt auch die Anzahl der Spieler, das war so das Argument von Evil und Domi, die einfach nur Casual Summit spielen wollen, die nicht für ein Summit dann 2-3 Stunden trainieren wollen, sondern die wollen das Summit fahren, wollen sich die guten Routen dafür angucken und dann haben sie es. Ne, das ist so das. Das ist die andere Perspektive, die ich da sehe und die ich gerne mit einbezogen hätte. Wie gesagt, das Angebot steht, wenn man mich dienstags im Stream, während wir die Summit-Rennen für den nächsten Summit immer testen, drauf anspricht, ey, gibt's da vielleicht einen einfacheren Weg oder meint sie nicht, der ist zu übel, dann kann ich das sehr gerne versuchen zu berücksichtigen und andere Wege nehmen, wenn es die denn gibt. Also, wer auf YouTube der Meinung ist, er würde sich da gerne mehr einbringen in die Summit-Videos, es gibt jeden Dienstagabend einen Stream, in dem wir genau das testen. Mit Ausnahme der Woche jetzt, wo ihr das dann auf YouTube seht, weil ich da im Urlaub bin. Aber das ist ein anderes Thema, weil die Summit-Vorbereitung machen wir gleich für alle, die jetzt gerade im Stream dabei sind. So, jetzt aber. Rest entscheidet YouTube.